Gefecht aus! Frech. Wir kommen hier nicht aus dem Gewächshaus raus. Dann müsst ihr uns erstmal mit unseren Joints rausholen, Alter. Krass. Ach du Scheiße! Was denn? Ich könnte mir eine Schrotflinte nehmen. Oder hier einfach die Bazooka. Hier drüben. Ja? Wunderbar. Ich berichte heute, dass du mitgemacht hast. Das sollte doch helfen, oder? Bloß die Liste brauche ich noch. Ja, nochmal dazu. Ich habe eine Idee, wo die sein könnte. Bei einer verlassenen Bergbaukolonie in der Schlucht. Okay, ich seh's mir an. Und denk an die Fotos von den Schuldigen! Okay. Der ist mir auf alle Fälle sehr sympathisch. Erst recht, weil er ja nicht dauernd verschwindet, wenn wir ihm gerade etwas, wenn wir für ihn was gemacht haben. Die anderen sind ja dann sofort immer verschwunden. Aber der hier, der ist ja jedenfalls ein richtig krasser Homie. Gut. So, und hier auch nochmal abtasten. Hat der auch noch was dabei? Der hat auch noch was dabei gehabt. Super Sache. Bisschen was an Medizin. Ja, okay. Schauen wir mal rein. Map. Wo müssen wir jetzt nächstes hin? Da runter. Ja, dann reisen wir mal da gleich mal mit der Schnellreise hin und gucken, was da auf uns zukommt. Ah, wir können. Hier ist noch ein PC. So, und hier ist noch was. Zack. Super. Und was haben wir jetzt hier noch an Möglichkeiten? Wir können jetzt mal uns die einzigartige Waffe angucken. Also, zu den einzigartigen Waffen, da können wir uns jetzt die Bushman holen. Das ist ein Präzisionsgewehr, eine PR-146 mit optischem Zielfernrohr, erweiterten Magazin, Schalldämpfer und Lackierung. Sie wurde auf größere Genauigkeit und Durchschlagskraft optimiert. Geile Sache, wenn man das hätte. Gucken wir mal. Deswegen habe ich jetzt auch alles mitgenommen, was wir hier so haben. Was uns untergekommen ist. Und deswegen gucken wir einfach mal, wo wir jetzt sind. Mit dem Geld. 3402. Wie viel war es? 3500? 3800. Okay, da fehlt uns noch ein bisschen was. So, okay. Jetzt würde hier rein, theoretisch. Genau. Gehen wir einfach mal hier um die Ecke. Ich wollte gerade sagen, es würde rein theoretisch erreichen, wenn wir einen Kopfgeldauftrag machen, aber ich habe jetzt leider keinen um die Ecke gesehen gehabt. Machen wir hier erstmal Hauptquest weiter. Schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. Das ist der Ort. Dann mache ich mal ein paar Fotos von den Anführern. Okay.
Frage. Sollte man gleich unten lang gehen oder noch oben einer Klippe lang? Wir haben ja unser Wingsuit an. Runter. Ach du Scheiße. Unglücklich, unglücklich. Okay, dann gehen wir gleich mal hier lang. Was haben wir hier noch? Zack. Oder Chips. Bisschen was an Geld. Und hier. Da. Nach Instinkt. Ohne markieren oder sonst eine Schnolli. Eigentlich dürften die uns noch nicht mal auf den Sack gehen, oder? Hey, arbeite an deiner Disziplin. Du schießt nur, wenn ich es sage. Werde ich nicht für Schießen bezahlt? Fluch, erst Idiot. Schießen, dann fragen. Die oder ich. So einfach ist das. Mehr nicht. Okay. Klar. Okay, ich bin immer noch irgendwie dieses Spielprinzip. Vom Anfang. In dem Spielprinzip bin ich noch irgendwie drin, ja, dass der man. Gehört mir. Pass ihn nicht an. Finger. Okay, Kumpel. Na los, kannst ihn haben. Ganz allein. Ja, der da, der ist es. Ja, so, auf jeden Fall, ich bin immer noch auf das Spielprinzip geeicht vom Anfang, dass man in irgendein Lager reinrennt, unauffällig reinrennt, mit einer Machete alles tötet und darauf hofft. Alles da? Ey, Moment. Das sieht doch mal heldenhaft aus, wenn man das hinkriegt. Ja. Jetzt gucken wir, wo wir hier lang. Schade. Okay. Dann nehmt nochmal zurück. Gottverdammte Hitze. In der Nacht. Gottverdammte Hitze. Ja, so viel dazu. Du bist ein guter Beobachtungspunkt. Warum verzocke ich bloß immer alles? Dann schlafe ich wieder im eigenen Bett. Das ist die Personalliste. Muss ich unbedingt haben. Ich muss den Truck irgendwie sprengen, damit er nicht weg kann. Naja, immerhin ein Job. Ach, deswegen ist hier auch der Weg so vorbereitet. Dass man das ein bisschen spannender gestaltet, jetzt dahin zu rennen. Kalaschnikow natürlich. Also das ist jetzt auf alle Fälle wieder sehr actionlastig. Man hat gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich die Liste
müsste hier ein Gentleman zu holen, da Machete. Ach du Scheiße! Ja. Warten wir mal, bis das Feuer ausgebrannt ist. Kann ich auch. Wasser, Wasser, Luft, Luft, Erde, Erde. Und? Nun? Bin ich jetzt feuerbändiger oder was? Solltest. Sterbe! Zack, und nochmal ins Beinchen und hier nochmal, komm. Zack. Im Oberkörper. Wo soll ich jetzt hin? Ich bin jetzt hier hochgelaufen. Ich bin verplant. Ich bin echt verplant. Rücke vor, Sperrfeuer! Wow. Geld. Mir wäre es nämlich lieb gewesen, hätten wir die mit dem Takedown getötet, dann hätten wir mehr Knete zusammengekriegt. Ich könnte die nämlich, ja, jetzt plündern, jeden einzelnen, aber das ist mir auch zu albern. Motherfucker! Machst du das schon? Ja, ich mach das schon einige Zeit. Oh ja, hier. Letztes kleine Scharfschützengewehr. Hier auch noch hier ein Brustpanzer. So, doch. Der ist ein normaler Rucksack, ganz schade. So, so. Reinzuballern, wenn du verblutet wärst. Sei rutschen. Ach ja. Komm. Wow. Das ist ja mal richtig schnell, die sei rutschen gewesen. Nur kurz schütteln! Geld zu machen müssen, dass man das aufsammeln kann. Einfach beim Rüberlaufen, so wie diesen Panzersuit. Faustwaffenmunition, hier haben wir auch noch was. Gleiche Plündern. So, genau. Dass das alles fixer von der Hand geht, wenn das schon so actionlastig ist.